Ich kenne es noch nicht wirklich, aber ich finde jetzt schon, ich finde es echt geil. Einfach alleine die Idee, wieder so ein Spiel rauszubringen. Doch, ich finde schon, doch, das muss mal ein bisschen gewürdigt werden hier. Es ist laut. Es ist einfach nur laut. Man sieht meine komische Mausi. Lass uns erstmal so. Ein bisschen heller hätte ich es doch immer gerne mal. Für euch. Hauptsächlich für euch. Weil ich sehe jetzt zum Beispiel auch in meiner Vorschau auch links den da. So ist okay. Barely visible. So, und zwar haben wir nämlich ein kleines, hübsches Mädel mit ordentlichen Brüsten. Alles mit Boob-Physics. Es ist super toll. Und aber auch dieses ganze kleine Inventar. Wir haben ein paar Rätsel. Wir sind allein auf uns gestellt in einer zum Teil auch Villa, soweit ich weiß. Und die Musik ist jetzt schon super. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, die Musik ist auch wieder total klasse. Also, als ich von dem Spiel erfahren habe, war ich auch gleich hin und weg und war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauche es und jetzt habe ich es. Und, genau, dann. An der Stelle kurz nochmal Danke an Michi für das Spiel. Es hätte nicht sein müssen, aber trotzdem danke. Ich bin wirklich zu großem Dank verpflichtet, ne? Ich sehe ja auch alle drei. Okay, dann ist gut. Nee, lieber manchmal ein bisschen heller, dass wir aber nicht im Dunkeln stehen. Ganz wichtig. Gibt es noch irgendwas zu besprechen? Vielleicht Controller? Vielleicht. Probiere ich mal aus. Moment. Mein neuer kommt irgendwann auch die Woche an, hoffe ich. Spätestens nächste Woche. Die gute, von euch gesponserte. So krach. Na, bitte. Ja, Controller habe ich eingestellt, aber funktioniert irgendwie nicht so. Spanisch, Deutsche. Deutsche Sprache ist gute Sprache. Wird ja wahrscheinlich eher sich dann auf den Text beziehen. Nehme ich mal an zumindest. Grafik ist alles hoch, man sollte alles sehen. Motion Blur macht man auch aus. Damit habe ich mich ein bisschen schwierig, aber gut. Was wollte ich denn? Vertical Sync? Sollte man sie nicht über anmachen? Schafft das dann vielleicht nicht? Carlo, ich habe einen Controller angeschlossen. Deutsche Sprache, gute Sprache, wir versuchen es zumindest. Spielo starto. Hi, hi, hi. Von P-Cube. Eine bisher völlig unbekannte Marke. Jetzt ist er verfügbar. So. Erstmal hübsch machen wir den großen Tag hier. Ne, guck mal, schönes Kleidchen, so eine geile Lederjacke. Ach, ich will auch so eine Lederjacke. A letter for me. I never receive letters. Ich will wieder ins Menü von John Doe aus dem Krankenhaus an Caroline Walker, Rain Street, Campbell River, Kanada. Vorderseite. Achso. Da. Quiet, quiet. Ein Bild mit Mädchen? Das kann verstörend sein. Glaubst du wirklich, dass du uns einfach hier sitzen lassen kannst? It's been 2 weeks since I received that letter from the Wildburger Hospital. Since then, I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need to know what's going on. What's the meaning of all of this?
I'm going to the Wildburger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. Perfekter Einstieg. Lass uns einfach zurückgehen. Oh, das sieht aus wieder wie bei Song of Horror. Das eine Krankenhaus oder die Anstalt. Wieso sollte man sich vorher umziehen? Wieso Hosen oder sowas? Nein. Schön mit Stöckelschuhen hier rein. Ist ja nur ein Krankenhaus, ne? Nur ein Krankenhaus. Hallo, Doktor? Private Toilette. Glaube ich, um sie zu haben. Na, um herauszufinden, warum die Kopfschmerzen? Was es mit dem Mädchen auf sich hat? Und schon haben wir irgendwie einen Schlauch im Mund. Ja, das ist kein Problem. Ist ja jetzt nicht um zur Schau zu stellen, sondern ist unbeabsichtigt, sage ich mal, in dem Sinne. Sie wollte nicht nackt sein, also darf ich das zeigen. Das ist mal eine feine Ausrede. Also so kann man sich das aber auch ganz gut merken. Hat er mein Auge geklaut? Nicht wirklich, oder? Sie mir angetan. Wer könnte mir so etwas Schreckliches antun und warum? Und wir sind doch erst seit ein paar Minuten hier gewesen und schon habe ich ein Auge verloren. In Outlast hat das ewig gedauert, bis man mal ein paar Finger verloren hat. Hast du wirklich nichts Wichtiges? Nein, ne? Kann man ersetzen, ist kein Problem. Aber sie ist fit, sie ist super fit. Ach, jetzt weiß ich, warum Annie immer so schnell auf andere im Chat reagiert. Mir aber einfach länger braucht. Wieso? Ach so. Weil es bei dir einfach gerade nicht funktioniert oder so? Ich weiß nicht. Du siehst die Nachrichten vor mir. Oh. Ja, gut. Maybe. Maybe. Ich werde dich nicht mit Absicht ausgrenzen. Wenn ich was nicht sehe, dann ne? Dann sieht es an, dass ich nichts sehe. Und einfach überlese. Der Kron ist eine Verriegelung. Die Zeit stand still, als meine zwei Engel aus dem Himmel gefallen sind. Ja, Foto von jungen Zwillingen. Vielen gefallen sind, ist ja jetzt auch egal, ne? Nehmen wir mit. No! Direkt ein Schloss. Kostüm A. Benutzen. Ein paar Dokumente, alles was wir haben und ein paar Gegenstände. So, das ist auch schon alles, also ja... Nee, doch, guck mal, hier ist doch noch... Da
Tagebuch, wie sich das gehört. Ich wollte schon sagen, hier. Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Nach all dem Leid der letzten Jahre hat mich Maria, meine geliebte Frau, mit zwei wunderschönen Engeln gesegnet. Aber das ist nicht alles. Nach all der Zeit ist sie zu mir zurückgekehrt. Sie sah mich mit großen Augen an, als hätte sie mich seit Jahren nicht gesehen, als würde sie aus einem Traum erwachen. Aber da ist noch etwas. Etwas Seltsames passierte, als ich auf meine Uhr sah, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem das erste Baby Emma geboren wurde. Als ich den Deckel öffnete, sprang das Glas und die Zeiger bewegten sich nicht mehr. Ich denke nicht, dass das irgendeine Bedeutung hat. Ich bin kein abergläubischer Mann. Mensch, aber Maria bestand darauf, dass es sich um ein Zeichen handelt. Sie fing damit an, die Stunde bei jeder Gelegenheit als Glückszahl zu verwenden. Da wird es auch sich wichtig sein. Ich schätze mal, ich würde gerade sagen, wir müssen in die Uhr gucken und das wird garantiert auch unsere Öffnung sein. Noch eine Jacke. Braune Lederjacke mit Blue Jeans. Nice. Aber ich habe doch so ein hübsches Kleid an. So, ich schmeiß mich in den Jacuzzi. Ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, dieses. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Warte, wo sind meine Dokumentos? Hier kann ich mal noch angucken. Also haben wir dann 12.35 Uhr? Das ist ein ganz ekliges Quietschen. Indeed. Das können wir auch behalten. Alter, rostiger Raumschlüssel mit einstellbarem Schnabel. Warum sollte man so etwas in einem Spiegelschrank aufbewahren? Nee, nee, nur eine Badewanne mit Übermatte. Okay, okay. Lass dich nicht von den Schatten umfangen. Was bedeutet das? So, plus X ist dann Rennen. Rennt sie wirklich? Die bewegt sich genauso wie vorhin. Wow. Ganz kurz mal gucken. Genau, Feuern ziehen können wir auch. Wir kriegen später noch eine Waffe. Rennen ist auf X. Ich merke davon nichts. Das kann modifiziert werden. Ja, dann mach doch. Hä? Was soll ich denn? Nein! Alter, untersuchen? Okay. Eigentlich super, ne? Aber krass. Erstmal raus hier. Und ich wollte es doch noch ein bisschen leiser wollte ich es noch machen, doch. Das ist zu leise? Ich glaube, das waren nur die Effekte, die so laut waren, ne? Wir haben doch auch noch ein sexy Outfit, aber ich kann das gerade nicht ausrüsten. Komme ich nicht irgendwie in meine klassische Panzersteuerung? Oh nein, danke. Lieber nicht. Das ist, Vibration lasse ich auch erstmal an. Das
ist ja nur das normale Menü. Was soll das? Was fällt euch ein? Warum sitzt da eine Babypuppe? Nein, das ist gutes Gasfeuerzeug. Nehmt mal mit. Es ist hier dunkel. Und hat dieses typische, man kann die Kamera nicht bewegen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal versucht, die Kamera zu bewegen und es hat nicht funktioniert. Das war wohl das mit dem Schatten gemeint. Ich kann da nicht wirklich reingehen. Nicht runter. Jetzt hätte ich nur noch gerne so eine Map, ne, die man nach und nach Die Neugier ist nun, ich bin tot. Das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Oh. Oh. A letter. Oops. Oopsie. Ja, so schnell kann's gehen, ne? So schnell. Ah, großartig. Toll. Einfach toll. Nichts gemacht und erstmal hops gegangen. Beatmungsgeräte. Einfach super. Wahrscheinlich hat immer die gleiche Uhrzeit sein. Mhm. Muss mal gucken, wie lange ich brauche dafür so drei Schritte. Die Anzeige, Anleitungsblatt. Y, aber für was? Merkwürdig, wieso sollte hier so etwas rumliegen? Mir fehlt noch so ein Symbol an der Wand, damit ich dann, oh, warte, bevor ich hier was mache? Untersuchen? Probieren. Das kann nicht kombiniert werden, dieses Outfit? Verdammt! Auch frei. Nee, ich brauche mein Kleidchen dann wieder. Die wichtigen Fragen halt hier, ne? Ob man diese Lederjackenfetisch? Interessant, definitiv. Stell mal ein. Benutzen. Ich hatte ja gedacht, dass ich irgendwie mein Feuerzeug einfach mal ausrüsten kann, aber es hat auch nicht wirklich so, ne? Da kann ich das doch extra separat steuern, mein Feuerzeug. Abbrechen, interagieren, feuern, ja. Feuern geht aber auch mit RT. Doch Inventar haben wir. Ich bin einfach nur zu dumm, um es zu benutzen. Mir nicht. Oh mein Gott.
ja alles. Radiologie. Was? Weltkugel. Adam und Eva aus Amerika. Der Griff bewegt sich nicht. Bei dem Schlüsselloch befinden sich Symbole. Die kann ich aber auch, glaube ich, nicht einstellen. Eine Karte! Nice! Doch, hier kann man gerade runter. Entbindungsraum, Neugeborenenraum, Entbindungsstation. Ja, private Toilette, da kommen wir her. Da ist auch noch irgendwas drin, glaube ich. Wir müssen nochmal zurück. Wenn das nämlich rot leuchtet, heißt es, dass da noch was liegt. Dass man noch nicht fertig ist. Zumindest kennt man das aus Resident Evil. Und auch anderen Spielen. Silent Hill, glaube ich, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, das wurde dann immer nur durchgestrichen. Was kann ich denn hier noch liegen gelassen haben? Das haben sie mir nur angetan. Wieso sollte man sowas machen? Da gibt es auch wirklich nichts mehr. Spinne ich verrückt? Hier gibt es nichts. Ah. Aber wir sind da gerade drinne. Grundsätzlich. Wartezimmer, Haupthalle. Da geht es wahrscheinlich wirklich raus. Angeblich zumindest. Versuchen wir nochmal durchzukommen? Sie wackelt so schön süß mit ihrem Arsch, ne? So süß. Oh Gott. Die Leute auf dem Bild tragen Masken. Sieht beunruhigend aus. Wieso sollten plötzlich die Bilder abfallen, nur weil ich hier lang laufe? Ein Nagelstreifen kann mit einer Nagelpistole verwendet werden. Ja, ja, jetzt wissen wir wirklich, heute, ne, heute, das Road 96 war nur Vorbereitung für eine Nagelpistole, dass man damit umgehen kann. Munition gefunden. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich will nicht dahin. Was fehlt hier? Wieder eine Kurbel. Okay, das. Innensextant. Okay. Arzneimittel-Ausgabefenster. Oh Mann, dieser Punkt bekomme ich eine Gänsehaut. Holy Banana. Probieren wir noch die Tür? Versperrt zum Glück. Sie scheint sich elektrisch öffnen zu lassen. Dieses Schreibmaschinengeräusch finde ich super. Aber, wobei, wartet mal. Kann es sein, dass ich mich dann vertan habe, dass das Grüne eher ist? Da ist noch was? Ich meine, wir haben ja hier Munition gefunden. Oder geht es darum, dass es einfach nur der Flur ist und alles andere sind Räume? Hm. Gehen wir mal ins Untersuchungszimmer. Fläschchen heilt kleinere Verletzungen. Von Blut bedeckt. Gott, das stinkt. Ich wage nicht, das Laken wegzunehmen. Könnten wir Tonbandaufnahmen abspielen? Alte Akten. Ein 7-Zoll Tonband. Hm. Damit könnten wir spielen. Bücher.
die linke Seite eines Plastikherzens. Braucht er die noch? Er scheint alles zu haben, ne? Zum Speichern. Ach du Schande. An old magnetophone. It looks like it works. Recording my progress might be useful if anything happens to me. Juhu. My name is Caroline Walker. I came to Wildberger Mansion seeking information about two girls in a photograph I received in the mail a couple of weeks ago. The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. I remember pain and then nothing. I woke up sometime later connected to a ventilation machine. And my eye had been removed. Why? Why ja. Would someone do such a thing? Vielleicht hätte jemand irgendwo. Oh nein, Verzeihung. So einen kleinen Ei, also einen Augenscanner irgendwo eingerichtet mit meinem richtigen Auge. Und wenn das nicht dasselbe ist, dann kommt da kein anderer rein. What the hell is going on in this place? But I need answers. Every time I close my eyes, I see those girls. Am I going insane? Gespeichert. Ich hab's mir schon kommen sehen, dass was passiert hier. Da auch schon wieder die beiden Mädels, würde ich behaupten. Sind die schon ein bisschen älter? Bin ich eine ist das meine Schwester oder so vielleicht? Meine Älteren? Nope, elektronisch. Merkt er sich das eigentlich auf der Karte? Sorry, wenn ich immer noch falsch klicke. Gewöhnungsbedürftig. Nichts weiter da. Yay, der Horror geht los. Ja, hallo schön. Willkommen zurück. Ich bin schon direkt einmal gestorben. Ich muss das einfach ausprobieren. Ja. Mhm. Eine Karte. Achso, ja, wow. Danke. Hast du mal das Licht ausgemacht? Im Dunkeln ist das schön. Ja, wie gesagt, ich bin schon gestorben. Ich hatte das Licht nicht mal angemacht. Ich bin einfach nur so reingelaufen und dann ist sie direkt gestorben und ich musste alles von vorne wieder machen. Marias Tagebuch. 6. Juni 1963. Ich hatte Angst vor Williams Reaktion, wenn er meine nackte Haut zu Gesicht bekommt. Aber meine Sorgen waren unbegründet. Er akzeptierte mich, selbst mit den Narben, die die Peitsche meines Vaters auf meinem Rücken hinterlassen hatte. Natürlich, fragte William, warum er das getan hatte. Ich erklärte ihm, dass mich der Schmerz von meinen Sünden reinwaschen sollte. William wird meinem Vater in Zukunft mit anderen Augen sehen. Ich hoffe, dass er sie überhaupt nicht mehr wiedersehen muss. Oh Mann. Ich bin jetzt schon hin und weg von dem Spiel, das ist super. Alleine so ein bisschen Fashion. Ja, Fashion Souls quasi. Holofernes. Gemalt im Jahr 16.2. Von kann ich nicht aussprechen. Es zeigt die Enthauptung des syrischen Generals Holofernes durch Judith in seinem Zelt, nachdem sie ihn bezirzte. So regelt man sowas halt, ne? Die Reproduktion dieses Caravaggio-Werks ist herausragend. Sieht beinahe wie das Original aus. Wird es dann bestimmt nicht sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht rennen. Warum malt man sowas? Ich habe keine Ahnung. Also gut, damals gab es halt noch keine Fotos, ne? Die mussten ja sowas festhalten oder ne, nach den Erzählungen festhalten, aber ja. Ich weiß nicht. Ich habe ja heute in Sims übrigens ein Meisterwerk gemalt. Ich glaube, ich habe 1700 oder mehr bekommen dafür, dass es ein Strichmännchen am Ende war. Strichmännchen. Eine Sechskant-Muffe. Oh, der Griff fehlt. Verdammt.
Also kann man nie einmal alles finden. In einer Ecke, ne? Kann da keiner mal ordentlich die Sachen zusammenpacken? Nein, nicht am Galgen. So ein ganz normales mit irgendwie sogar noch so ein paar Kreisen drin, weil sie versucht hat, einen Menschen so nachzuzeichnen. Das ist einfach nur ein Strichmännchen geworden. Das war ein Meisterwerk. Wenn ich sowas male, das ist gar nichts wert. Die gute alte Krankenakte. Dr. William Wildberger. Da die Gesundheit der Patientin extrem angeschlagen ist und der Transfer ihren Zustand verschlechtern könnte, würde ich mich gegen die Überstellung in das neue Hospital aussprechen. Die Patientin leidet unter Herzinsuffizienz und benötigt eine sofortige Transplantation. Die Patientin verstarb um 23.34 Uhr aufgrund eines Herzstillstands. Zum Zeitpunkt ihres Todes hielt sie ein metallenes Objekt fest in der Hand. Wegen des schnellen Eintretens der Todesstarre konnte ich es nicht aus ihrer Hand entfernen. Soll mir das was sagen? Nein, bestimmt nicht. Nein. Ich wüsste damit nichts machen. Was ist das hier? Oh, ein Keller. Juhu, ein Keller. Grüße. Die machen hier Partys. Habt ihr das gesehen? Verstümmelt. Mhm. Verstümmelt. Ja, das kann man so sehen. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor sich? Wieso bin ich in einem beschissenen Krankenhaus? Wieso muss es mein Krankenhaus sein? Der hat auch eine Maske auf. Es ist nur eine Statue. Oh Gott. Nicht rennen. Aber hübsch ist er, ja, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein! Nicht umdrehen! Wissen Sie, wo mein Auge ist? Welchen meinst du? What the hell is going on here? My child, you are pale. What happened to you? A person in a wheelchair with knives in his hands was chasing me. Oh, it's you. Don't you remember me? I'm the town priest. We met here in the chapel only a couple of days ago. What? I'm sorry. I don't remember you. I certainly don't remember coming here before. So, den meinst du? Ja, der sieht nicht sympathisch aus. Ich glaube, hätte ich auch meinen Schlauch mitgenommen vom Beatmungsgerät, wir hätten uns gegenseitig so Geschichten erzählen können, ne? Aber so hat er natürlich nichts mit mir gefunden, was so eine Gemeinsamkeit ist. Und das macht es dann immer schwierig, irgendwie zusammenzufinden, muss ich schon sagen. I see. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every now and again. What is going on here, Father? Where is everybody? The patients and the hospital personnel have been transferred to the new hospital in town. This old mansion has been left pretty much abandoned. Why are all the lights off? I don't like this. Ja, wenn keiner da ist, muss kein Licht anlassen. Beziehungsstatus kompliziert. Ja, ja, so kann man das sehen. Ich feel the same. Something evil is happening here. Something wicked that hides in the shadows. Ach, wirklich. Is there a way to turn on the lights? The old generator has been playing up. It happens sometimes. Ja, deswegen stehen ja auch überall Kerzen, sind doch vorbereitet, ne? Go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room. You can restore the power from there. Aber der Typ da draußen. I see.
I'll do that. Aber der Typ da draußen. Wait. Take this with you. It's not much, but it might be useful. It's dangerous to walk around the mansion unarmed. Thank you, Father, but what are you going to do without a weapon? Ich habe meinen Glauben. Wetten? My child, with a Bible in my hand, God protects me. Na klar, die Nagelpistole. Mit einem modifizierten Luftdrucktank. Nee, schlecht, Herr Faramse, du hast selbst gebastelt. LT und RT zum Schießen. Sauber. Ich müsste sie halt nur ausrüsten, ne? Geht's direkt wieder ins Dunkel. Haben Sie irgendwo eine Kassette gesehen, dass ich speichern kann? Also so ein Videoband? I came here looking for information about the two girls in this photograph. I see. What do you want to know about them? Anything, really. I was hoping to find some leads around here. I don't know what you're looking for, but I can tell you these girls are no longer with us. There was an incident some decades ago where they disappeared, never to be found again. That sounds terrifying. Indeed, if you want more details, you could try the mansion library. Aww. Du musst deinen Fortschritt auch mal speichern in Minecraft-Style. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Schlafchen. Danke fürs Vorbeigucken, Chris. Und ja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, dann hoffe ich doch. Schlaf gut. Tschüss. I'm sure you'll find something there. Thank you, Father. Take care. Pass bloß auf dich auf, ey. Oh, nice. Trotzdem das Gefühl, dass es gerade wieder ein bisschen... Nein. Laut einfach ist. Typische Probleme bei so einer Steuerung. I came here looking for information. Any. Indeed, if you want. I'm sure. Thank you, Father. Naja, immer noch laut, aber ein bisschen leiser, ne? Achso, er meinte hier den Gang runter oder was? Mein Gott. Meinte ja, es gab einen schrecklichen Vorfall, ja. Mhm. Oh Mann, ey. Hose anziehen. Ach, der arme Pfarrer, er weiß doch gar nicht, wie man damit umgeht. Ja, wenn er nicht. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das war ein Fehler, 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 Fehler. Oha. Wir können das nicht aufbrechen, solange wir hier kein Licht haben. In der Wand sind Strahlenanzüge aufgereiht. Das geht natürlich nicht. Oh Mann. Ja, das, ne, dann müssen wir wieder raus. Aber wir haben immer noch nichts zum Speichern weitergefunden. Der ist nicht eingesteckt. Verdammt, dann hätte man am PC speichern können. Ah, ist das fies. Ist jetzt schon gekommen. Irgendwann kommt einfach so die Rage, ne? Wir haben... Der ist noch da. Wir haben dann vielleicht viel geschafft, aber helfen wird uns das nicht wirklich. Oh Mann, ey. Oh Mann. Und ich habe, glaube ich, bei dem Outfit eine Hose. Guck mal hier. Meinst du, das ist angemessener? Ich finde das ja nicht so hübsch. Vielleicht finden wir noch ein passenderes Outfit, wo wir uns alle einig sind. Soll ich den jetzt? Soll ich den weghauen, den Typen? Kann ich mit drauf die Karte. Okay, gut.
Warte mal, ich will mal kurz. Okay, man kann wirklich noch ausweichen dabei. Sehr schön. Probieren wir es, würde ich sagen. Zufällig Licht. Nein, es ist von hier aus verschlossen. Haha. Warum ist denn hier alles zu? Alles. Wenn es um Kleider geht, überlasse ich das euch Frauen. Ja, das ist okay. Man muss aber sagen, wenn es hübsch aussieht. Das muss man doch auch machen als Kerl. Super, ich gehe da raus, lass mich verprügeln und jetzt nichts bei rumgekommen. Warum haben wir eigentlich einen X-Ray dabei? Kann man das mal erklären? 8 Schuss verballert, der Typ lebt immer noch und nix, gar nichts hat uns das gebracht. Wenn man die Wahl hätte, würde ich einfach rennen. Gar nicht erst schießen. Vielleicht sterbe ich einfach. Vielleicht sterbe ich einfach, dann ist alles andere egal. Können wir irgendwas anzünden noch? Nee, aber wir haben noch ein Tagebuch übersehen gehabt. Von Maria. 1. Januar 67. William gelobte, dass es das Beste für uns wäre, in die Villa umzuziehen, in der sich das örtliche Hospital befindet. Dass uns das erlauben würde, mehr gemeinsame Zeit zu haben. Momentan verbringt er ja all seine Zeit bei der Arbeit. Ich dämmere weg, wenn ich nachts auf ihn warte. Seiner Leidenschaft für die Medizin wegen habe ich mich überhaupt erst in ihn verliebt. Bin ich etwa selbstsüchtig? Heute ist einer der glücklichsten Tage meines Lebens. William kam ins Zimmer gestürmt und suchte nach irgendwas. Seine Augen wanderten durch den Raum, streiften mich nur einen kurzen Moment. Aber dann sah er mich noch einmal an und seine Augen weiteten sich. William kam zu mir und legte seine Hand auf meine Stirn. Er drückte seine Finger an mein Handgelenk und blickte mich einige Sekunden an. Seine Stimme überschlug sich, als er zu sprechen begann. Wir werden ein Baby haben, sagte er. Ich fühlte mich krank. William nahm den Rest des Tages frei. Er verhielt sich wie ein Kind, lachte und sprach von der Zukunft, hielt meine Hand die ganze Zeit. In dieser Nacht hörten wir Lärm, der aus dem Untergrund zu uns drang. Es klang wie Metall auf Metall, immer wieder. Wir fanden bis zum frühen Morgen keinen Schlaf. Natürlich werde ich sagen, ob es gut aussieht. Oder auch gut Taschen tragen und zustimmend nicken. Ja, ja, genau, genau. Einfach mal zustimmend nicken. Ja, das ist, so macht man das. Oh Mann. Da meint ihr, ich schaffe das irgendwie ganz schnell zu wechseln, dass ich hier durchkomme? Kann ich kombiniert werden, verdammt! Okay, dann einfach ganz schnell. Die Dunkelheit umfängt mich. Keine Chance. Keine Chance, dass wir irgendwie mal ganz schnell hier was machen. Ich brauche erst das Licht. Und er meinte am Ende des Ganges, aber... Wohin? Wohin mit mir? Ich trau mich nicht raus. Wir haben keine Wahl. Naja. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken. Es ist schick. Whee! Lauf, lauf, lauf. Aber der Generator ist gar nicht hier lang. Heart attack, my heart. Got a little attacked. Vielleicht können wir doch noch das andere Teil verwenden. Völlig umsonst alles, ganz ehrlich. Gehört.
Puh. Ich hoffe nur, dass sie bleibt safe. Das passt nicht. Und selbst wenn, ich glaube, dann fehlt noch was. Darf ich hier wiederholt speichern? Es wird ein Band benötigt. Natürlich wird ein Band benötigt. Natürlich. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen sparen können. Wollen sie mich denn jetzt lang schicken? Ich verstehe das nicht. Ich habe eine Nagelpistole bekommen. Ja, habe ich. Ein Brecheisen haben wir. Aber ich kriege die Bretter nicht auf ohne Licht. Das ist alles. Oh, warte, elektronisch. Eine alte Akte. Wieso habe ich so viele Sachen übersehen hier beim ersten Mal? Einfach ein bisschen genauer umgucken mal. Laut jüngster archäologischer Entdeckungen. Auf der Insel Winter Lake lebte eine Tismuit-Stamm bereits über 500 Jahre auf dieser Insel, bevor er von europäischen Siedlern entdeckt wurde. Als Beweis gilt ein uralter unterirdischer Friedhof, der tief in einer Kaverne an der Küste der Insel gefunden wurde und auf das 10. Jahrhundert datiert. Mehr als 286 Skelette von 10-jährigen Kindern wurden bislang in den unterirdischen Friedhof freigelegt. Sämtliche Knochen wurden paarweise begraben. Experten vermuten, dass es sich jeweils um Zwillinge handelt. Was für eine kranke Scheiße einfach. Was für eine abgefuckte, kranke Scheiße. Wer macht sowas? Was ist los mit diesen Leuten? For the child? Ich würde echt gern wissen, ob das, das Rote wirklich nur die Räume sind? Oder ob man da vielleicht noch was finden kann? Ich komme ja gerade nirgends rein hier. Jupp, wieder umsitzen. Wie machen wir's? Auch nur die eine Map. Ich weiß nicht, wo unten noch ein Weg ist. Wieso wollte ich hier rein? Wieso? Achso, wartet mal. Ah, ich habe Schnelltaste dafür. Das war's. Lass mich einfach runterspringen, das passt schon. Ich guck dann später, wo ich hinkomme. In Silent Hill 3 zum Beispiel konnte man immer eine, oder konnte man auch eine Matte runterschmeißen, damit sie weich gelandet ist und so. Das fand ich super. Kommen wir jetzt irgendwie hier oben rein? Es ist dunkel, wenn ich das Licht ausmache. Natürlich ist es das. Lassen wir es lieber gleich sein. Also ich weiß nicht, welche Tür ich übersehen haben könnte. Oder ja, andere Sachen. Aber ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Von der anderen Seite verschossen, da will ich aber rein. Wie unhöflich ist er bitte? Es wird einen Weg geben, da hinten die Bretter zu öffnen. Ich glaube schon. Ich hätte gesagt, wir zünden einfach eine Kerze an oder so und dann passt das schon. Nimmst du vielleicht noch eine mit? Pfarrer, ich habe gekämpft und ich habe. Aber. I came here looking for info. I see. Anything real. I don't. There was an incident. That's sour. Indeed, if you want more details. Bibliothek. Thank you, Father. Dafür müssen wir hier erstmal rauskommen. Ich finde es auch schon, dass er sich überhaupt nicht erklärt hat, was er hier eigentlich macht.
ist nur Spiegelung, oder? Ich kann hier nichts machen. Jupp. Hallo? Hallo, ich weiß nicht weiter. Das Spiel ist zu schwer für mich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich dachte wirklich, ich hätte was übersehen. Dachte ich wirklich. Erstmal anklicken und gucken, was dann passiert. Aber doch, man kann Feuerzeug halten und trotzdem das aufbrechen. Das funktioniert. Dachte, man müsste es halt wie alles andere auch einfach ausrüsten. Das haben wir ausgestellt, hoffe ich. Was haben wir denn hier? Es gibt ein Problem mit dem Stromgenerator. Das Gas kann nur unter exaktem Druck gezündet werden. Der korrekte Wert steht auf der Kontrolltafel. Okay, das heißt, die Tafel müssen wir uns erstmal suchen. Wo kommen wir hier durch? Okay, dachte ich mir. Ist okay. Ich wollte nur wissen. Ich wollte nur ihn wissen lassen, dass ich auch hier bin. Eine Karte der Gegend. Genau, wir sind da unten rechts in der Ecke. Die Leichenhalle ist noch das, was da hinten offen ist. Mehr ist da auch gar nicht. Aber die führt uns auch wieder in den westlichen Keller. Herrlich, sowas mag ich doch. Durch den Keller in einen anderen Keller kommen, auf der anderen Seite zu sein am Ende. Schön, nehmen wir mit. Ein kleines Ventil. Oh, hat das wohl gefehlt? 10 sind das. Kilogramm pro Zentimeter? Was soll das heißen? Was? Aber 10, ne? Nicht komisch hier. Einfach nur 10. Dann werden wir wohl das hier brauchen. Zu viel. Naja, Hammer. Das mag ich auch, ne? Das ist super. Kleine schöne Spielchen hier. Muss man auch nicht nachdenken. Muss auch keine Brechstangen verwenden für. So, na dann. Attacke. Wieso startet er nicht? Er ist auf 10. Habe ich da irgendwo ein ganz kleines Fisselchen zu viel oder so? Das ist doch genau richtig. Wieder so wie vorher, ne? Hä? Maximal könnten wir 12 rausholen. Das ist genau 10. Ich habe auch 3-mal gezogen, wie man das halt so macht bei einem Generator. Oder gedrückt, ne? Bis einfach nochmal. Bibi, Lexi, Bibi. Wie war's? Die
check's nicht. Weiß nicht. das weg sein. Oder ansonsten draußen, wenn du schon warst. Das ist immer später, oder? Mittlerweile. Also ich dachte eigentlich, dass du rausgegangen wärst, deswegen. Soll ich es vielleicht auf 9 stellen? Da. Ich kann lesen. Soll ich Blendst du auch nochmal zocken? Na klar, irgendwann. Ich habe ja nicht ohne Grund alle DLCs, so ziemlich. Ja, aber toll, ne? Ach nee, ich gehe ja später. Okay, okay. Ach, versternacht. Start. Ich raff's nicht. Da steht 10. Ich soll doch mit 10 starten. Whee! Auch helfen. Weiß auch nicht wie, ne? Nee, warte, was? Warte, was? Ich mach nochmal alles aus. Mal alles aus, ne? Das ist der krasse. Das ist der krasse Trier. Den braucht man aber auch. Das ist völlig vernünftig, dass man den mitnimmt. Was soll man denn noch machen hier? Neun vielleicht? Weil der immer bis 9 geht? Vielleicht muss ich das ja mehrmals einstellen, ne? Oh, bitte lass mich zuletzt Start gedrückt haben. Hä? Okay, nee, der nimmt das schon an, wo ich mitmache, aber 10 hat doch nie funktioniert. Jetzt ziehe ich mir ins Bett. Ich glaube nicht. Und Hallöchen, Tamara. Oder Tamara Max. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wenn du startest, geht es eins runter? Das habe ich auch gerade gedacht, ne? Aber es fühlt sich nicht so an. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal eins runterstelle. Es hieß in dem Zettel, es startet auf einem bestimmten Wert. Und dieser Wert steht auch an dem Ding dran. Und das war 10. Deswegen dachte ich, ich müsste die 10 beibehalten. Das ist 9. Einer hat gerade... Der ist jetzt 8. 2 Wuffis hier auch noch. Hatte sie nicht letztens schon den Link gepostet gehabt von Instagram? Falsch rum geschrieben. Ich weiß nicht. Das kann doch nicht sein. Also 12 könnte man noch machen. Hatten wir versucht. Theoretisch. Ja, theoretisch. 12 geht, 9, 8. Warte mal, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Nein, bin ich nicht. Hier. Nein. Wo sind die kleinen Akte hin? No. Ach hier, das Wartungstagebuch. Das war's natürlich. Es gibt ein Problem mit dem Generator. Das Gas kann nur unter exaktem Druck gezündet werden. Der korrekte Wert steht auf der Tafel. Das ist die Tafel. Ich bin doch nicht verrückt. Insta kann aber jeder angucken. Ja, genauso wie Facebook, genau. Also du musst da wirklich keinen Account haben. Also du kannst zwar jetzt nicht ewig alle Bilder sehen, aber du kannst die ersten paar Bilder mal angucken. So habe ich das auch immer gemacht, als ich noch keinen Account hatte. Ach so, meinst du das? Oh, stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Mal 11 probieren. Und du musst mich nicht siezen. Also das muss man auf Twitch nun wirklich nicht. Wer sowas macht, ist komisch. Aber ich dachte, das würde halt auf 10, ne? Warte mal. Kriegen wir auch 11 hin?
glaube, 11 geht gar nicht. Oder, da hatten wir 11. 11 ist auch eine Option, natürlich. Na klar, das ist es. Anni freut sich auf Regeln, auch Anni, auf Rätsel. Auch Anni kriegt keine, kriegt heute nichts mehr gebacken. Gar nichts mehr. Okay, ich würde sagen, jetzt startet er. Natürlich, dankeschön. Mensch, warum ist Christoph schon ins Bett gegangen? Er hätte das auch gewusst. Wir haben Licht. Wir haben endlich Licht. Meint ihr, der ist noch da? Hey, er ist noch da. Er ist natürlich noch da. Ich gehe mal zurück. Sag ihm, dass ich Licht gemacht habe. Ich dachte halt erst, es wäre so eine Sache, die, dass er halt mal weiter runter sinkt und dann für jeden neuen Start irgendwie einen neuen Wert bräuchte. Aber es ist wirklich nur dieser eine exakte Wert gewesen, ne? You may find what you look. How can I find the light? You may. How can. Thanks. Ist ja gut. Und wo finde ich noch ein Tonband? Wo? Wo wollen wir denn jetzt hin? Das von der anderen Seite verschlossen, ne? Und zurück? Oben kamen wir nicht rein? Hm. So viel habe ich noch gar nicht. Do not run! Weg hier! Lauf! Der macht mir gar keine Angst. Der kann gar nichts. Ich hätte mich nur nicht so von ihm verprügeln lassen sollen am Anfang. So ein bisschen ein kleiner Fehler, gebe ich zu. Das Feuerzeug mal ausmachen. Ich glaube nicht, dass es sich aufbraucht, ne, aber... Verschlossen ist mir egal. Ich habe eine Brechstange, ja. Das funktioniert nicht. Sollen sich vielleicht die Jahreszahlen merken? Bei einem gerade getriggert, hier. Können wir das noch mal ganz kurz untersuchen? Irgendwie zum Festhalten tatsächlich, ne? Damit man nicht so abrutscht an so einer Eisenstange. Ja, da hält es auch fest. Gute alte Nahkampfwaffe. So muss das. Okay. Was sagen uns die Symbole? Alien, Pharao, Biene. Doch nicht hinfassen. Elektrisches Schloss wird mit Elektrizität geregelt. Natürlich wird es das. Das Betriebsbuch einer der Wartungsmannschaft. Aha. Oh nein, Moment. Oh, schlimm. Lukas Husten. Abendschicht. Wartung der Elektrik um 14.45 Uhr. Die Schwestern meinten, dass eine Lampe auf der Entbindungsstation nicht richtig funktionieren würde. Als ich die Lichter einschaltete, flackerte tatsächlich eine der Birnen an der Wand. Als ich sie gerade austauschen wollte, tauchte ein Mann aus dem Nichts auf, packte mich an den Schultern und stieß mich mit, für jemanden seines Alters, unvorstellbarer Kraft zurück. Er sagte, dass ich sie nicht berühren sollte. Ich wollte nicht mit ihm aneinander geraten, deshalb ging ich einfach. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Warum wollte der alte Mann nicht, dass ich sie berühre? Ich sollte das überprüfen.
Ich könnte das überprüfen, ich kann es aber auch sein lassen. Ja, bestimmt. Vision. Also wirklich, 10er-Magazin auf so einen Gegner zu feuern, ist wahrscheinlich nicht das Beste, um damit klarzukommen. Die Person lebt noch. Nee. Das ist die Leiche, von der wir gehört hatten. Ne? Benutzen. Wieso passt denn sowas nicht? Also wirklich. Die geballte Faust ist totenstarr. Erstmal Strom aus wieder. Nicht, dass wir uns da irgendwie wehtun. Aha. Gut zu wissen. Aber ich gehe trotzdem erstmal woanders hin. Wir müssen jetzt nicht direkt in den Keller kriechen, ne? Muss nicht sein. Ich würde ja auch gerne mal irgendwann wieder speichern und das macht es gerade auch ein bisschen schwierig für mich halt aufzuhören heute, ne? Ich wusste es, dass sie hier irgendwann auch auftauchen. Ich wusste es einfach, ne? Was mit mir? Ich bin tot. Okay. Okay. Uff, es ist hart. Es ist wirklich hart. Aber das macht es auch gerade so interessant einfach, finde ich. Ne, wir holen nochmal jetzt eben nach, was wir gerade geleistet haben. Diesmal ohne, dass wir quasi verschwenden, was wir hier gemacht haben. Da auf uns lauern, ey. Meine Güte. Ich hätte einfach runtergehen sollen. Ja, direkt Speicherort gewesen. Kein Problem. Wäre alles nicht so schlimm gewesen. Mhm, runter gleich mal. Witzig. Richtig, richtig witzig hier. Ja, ja. Immer mit. Immer mit. Immer mit. Uff, ja, Sterben ist tatsächlich eine schöne Geschichte hier. Hm? Mit schönen Gegnern. Also die finde ich geil. Die finde ich wirklich geil gemacht. Ne? Wirklich so wie so Patienten. Quasi auch wie ich. Schon ein bisschen misshandelt. Aber ich bin hübsch. Hübsch bin ich. Nicht in seine Richtung laufen. Oh Mann. Oh. What? What? What is the wire? Deep. Ice. Wait. Thank. Dankeschön. I came here any. Ich würde sie nicht so mal gesprochen haben. Thank you, Fa. Wie lange ich jetzt dafür diese kleine Stelle wieder gebraucht habe. Yep. So läuft das bei mir. Hier lag aber nichts weiter, ne? Achso, ja, die Anleitung fürs Schießen. Und der Computer funktioniert sowieso nicht. Noch mit. Uff. Ich glaube, ich habe trotzdem irgendwie eine Spritze übersehen, aber naja. Ah, gut.
eigentlich, dass ich noch eine übrig hatte, nachdem ich die andere auch verwendet hatte? Naja, gut. Passiert. Passiert dem Besten. Karte. Und hier liegt nämlich ein Ventil. Ja, aber nochmal, um auf Planet Zoo zurückzukommen. Ich denke, das ist auch eher so ein Spiel, das wollte ich immer gerne spontan am Wochenende mal spielen. Aber da momentan meine Wochenende immer mit so Umräumen voll sind, komme ich ja wirklich gar nicht mehr dazu. Von daher muss ich mal gucken, wann ich das wieder weitermache. Es könnte so einfach sein, ne? Mann! Oh, ich gebe mir Mühe beim nächsten Mal. Bin ich vielleicht wacher? Dann bin ich vielleicht auch mal ein bisschen ausgeschlafener. Ja, ja, bestimmt. Gehen wir hier gleich raus. Ist ja ein bisschen langsamer. Zum Glück, ey, ne? Oh, das Süßchen ist ein wenig. Der Hock ist ein wenig hochgeflogen. Aber nur ein bisschen. Nein. Na gut, dann heißt es ja jetzt, dass wir da wieder reingehen. Ohne diesmal drauf zu gehen. Mit 10 Minuten, was ich hier gespielt hatte, in einer Stunde oder so, ne? Ach, ach. Nimm das mit. Haben wir hier noch was? Nein. Nagelstreifen. Ich find's süß, wie man die Leute nicht umbringen kann, die Gegner. Ich wusste es doch. Direkt ein Tonband. Baut sich die Musik so auf. Ich mich wie in Harry Potter. Sollten wir das wirklich machen? Wenn ja, was sollen wir hier machen? Versuchen wir also doch in den anderen Raum zu kommen, um zu speichern, würde ich behaupten. Das muss irgendwie klappen. Wünsch mir Glück, ey. Phew. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Nee, aber jetzt will ich wirklich speichern, wenn ich das schon habe. Alles nachgeholt hier. Ja, steht liegen. Oh. Ich dachte, sie erzählt noch mal ein bisschen was. Die Kerzen im Spiegel? Ich habe gar nicht drauf geachtet, genau, muss ich sagen. Ich dachte, dass sie eher was von mir wollten, was ich da einfüge. Was ist denn aus dem guten alten Ausweichen geworden?
Ich will nur mal kurz ein bisschen noch gucken, dass wir schon mal Bescheid wissen, was wir beim nächsten Mal machen. Festhängen. Nein! Kamera. Ein Hass auf diese Kamera, ne? Kein guter Zustand. Ja, schlimm gelaufen. Zum Glück kann man Gegner schieben. Zum Glück. Lesen wir das noch ein bisschen? Ja, viel Spaß noch, wenn ihr Lust habt bei Forest. Ja, na klar, mache ich. Ach klar, sorry. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Imperator. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Vorbeischauen heute. Mach's gut. 17. September 41. Die Musik ist überhaupt nicht laut. Als ich leise hinter meinem Vater herkroch, schlug die Uhr 2:30. Ich sah, wie er das Mausoleum betrat, nachdem er 3 Elemente auf einer Art Brett platziert hatte. Er durchquerte es ruhig, auch ich folgte in einiger Entfernung und versuchte, kein Geräusch zu machen. Schließlich wollte ich nicht ertappt werden. Am Mutters Grab sank mein Vater auf seine Knie und legte seine Hände auf die kalte Marmorstatue seiner Frau. Er begann zu beten. Ich fühlte mich schuldig, dass ich ihn verfolgte, diesen kalten und berechnenden Mann so zu sehen, bewegte mich. Ich wollte gerade gehen, als Vater aufstand und sich der Engelstatue näherte. Mutters Marmorgrab bewegte sich langsam zur Seite und gab eine schmale Treppe frei, die in die Dunkelheit führte. Er stieg die Stufen hinab. Ich zögerte. Für einen Moment, meine Beine wollten nicht weitergehen. Aber ich stand auf und folgte ihm nach unten. Drinnen hörte ich metallene Klänge und den Hall fließenden Wassers. Einige Momente später stieß ich auf eine Leiter. Ich kletterte hinab und fand mich in einem langen, steinernen Tunnel wieder, voller Röhre und Abwasser. Ich sah Vaters Silhouette um eine Ecke verschwinden und folgte eilig. Vor mir tauchte eine große Metalltür auf und eine Gruppe Männer, die sonderbare Anzüge trugen, wie solche, mit denen man sich vor Radioaktivität schützt. Jeder von ihnen hielt einen riesigen Hammer. Mein Vater stieß zur Gruppe und sie empfingen ihn mit einem Auseinanderstößen ihrer Hämmer. In Krankenhausbetten beiderseits der Gruppe lagen offensichtlich Körper, die mit Laken bedeckt waren. Mein Vater zog einen der verstörenden Anzüge über. Benommen von Angst löste ich einen Ziegel aus der Wand. Er fiel zu Boden mit einem Geräusch, als würden 1000 Gebäude in sich zusammenstürzen. Ich konnte fühlen, wie sich mir ihre Augen zukehrten und ich floh in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ich hörte ihre kehligen Stimmen schreien und die Hämmer, die sie auf den Boden schmetterten. Und wir laufen und sterben. Okay. Hervorragend, hervorragend. Das lief ja super. Ja, ich bin tot. Das ist ein Traum. So mache ich gerne meine Spiele aus. Aber der erste Eindruck ist schon mal genau das, was ich erwartet habe. Genau das, was ich mal wieder brauchte. Und von daher, ich freue mich auf jeden Fall tierisch. Wir werden wahrscheinlich jetzt regelmäßig jeden Montagabend wieder Horrorspiele spielen. Mal gucken. Ich denke mal schon. Und auf jeden Fall nächsten Montag machen wir weiter. Ich freue mich. Das ist so ein schönes Spiel. Macht so viel Spaß. Huch. Und an alle, die noch da sind, ich schicke euch auch nochmal weiter. Dass ihr noch ein gutes Abendprogramm bekommt. Und so mal gucken, wer noch da ist.